spricht der Führer. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich, in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Von ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses "Ich glaube", sondern der Schwur "Ich kämpfe". Wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber
wie ein Orden sein. Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswillen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sie für ihr einzufinden begann. Heute Entmusterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Wenn die älteren Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und Seele. Partei durch unser aller Zutun die höchste Verkörperung des nationalsozialistischen Gedankens und Wesens verwirklichen, wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst neben die herrliche, ruhmreiche Armee den alten, stolzen Waffenträgern unseres Volkes die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten. Und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. In dieser Stunde verlassen schon wieder Zehntausende von Parteigenossen die Stadt, während aber die einen noch von der Erinnerung zehren, werden andere schon wieder beginnen zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein, denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes. Und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland.
Wow.